Hallo, hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder. Inzwischen ist es Mittwochmittag fast. Mein Mann hat seine Bestrahlung für heute schon bekommen. Wir sind schon wieder zurück. Ich habe einen neuen Teeversender. Erste Mal getestet, aber die Sorten sind echt lecker. Und jetzt mache ich hier noch ein bisschen weiter mit meinem Kreativbuch. Und habe gedacht, ich habe so viel Papiere, die nicht wirklich prickelnd sind. ja, ihr seht, was ich meine. Ne? Das würde noch gehen, aber die anderen sind alle sehr extremistisch. Sagen wir es mal so, gell? Etwas extremistisch. Und ich habe schon noch welche aussortiert. Das ging einzeln auch noch, aber okay. Naja, die sind nicht so doll. Ne? Nicht so ganz doll. Und dann habe ich gedacht, dann sortiere ich die, ein bisschen Platz machen, dann sortiere ich die hier einfach mit rein. So, fangen wir mal einfach mit irgendwas an. Mit diesem zum Beispiel. Höhe müsste stimmen. Dann nehmen wir hier das Grüne, das ist auch so ein bisschen grell. Fangen wir da mal mit an. Aber ich denke, dann habe ich gleich, wenn ich das noch drin habe, dann wollen wir mal gucken, wie viele Seiten wir dann haben. So, hier nach. Hier kommt Weiß. Hier müsste dann unbedingt was rein. Vielleicht sogar mal das Dunkle. Also vor der Serviette jetzt das Nächste. Dann würde ich hier fast sagen, nehme ich das. Oder nee, ich nehme das. Das ist ein bisschen lieblicher vor den Engeln. Ne? ja, eigentlich theoretisch. So, ja, mal gucken, was haben wir denn jetzt hier. Da ist schon ein Scrapbook-Paperchen. Hier haben wir die Mitte. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Bogen. Dann würde ich sagen, kommt der hier vor. Ich muss mal eben weiter blättern. Der kommt davor. Dieser hier vor. Okay. Dann habe ich noch einen Bogen übrig. Wollen wir den in die Mitte geben, damit wir da noch ein bisschen Luft reinkriegen. Moment, dann mache ich den hier rein. Genau. Ja, ich denke jetzt. Ja, das müsste vielleicht. Das müsste genügen. Ich sehe aber gerade, ich habe hier so ein bisschen zu lang. Ich muss noch ein bisschen nachschneiden. Das soll ja nicht so blöd aussehen hinterher. Tatsächlich muss ich hier nachschneiden. Okay, dann wollen wir das mal versuchen, ob wir das hinkriegen. Irgendwie fangen wir mit diesem an. Mal ordentlich aufstupsen. Und dann brauche ich meinen Ruler. Wo habe ich... Oh du lieber Gott, wo habe ich den jetzt wieder hingelegt? Da ist er, sagt nichts. So, ich setze die Brille nochmal ab. Ich versuche es mit diesem. Na, ist noch nicht ganz. Jetzt geht's. Okay.
Mein Mann macht gerade den Ofen wieder an. Es ist ja doch jetzt schäbig und dieses Nasse. Oh, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Hab's noch nicht. Jetzt hab ich gleich. Ja, alles klar. Ja, das sieht dann schon ein bisschen besser aus, ne? So, alle Papiere zu mir, allen Abfall her. So, dann wollen wir mal schauen. Das sieht doch schon ganz, ganz nett aus, oder? Ich finde schon, das sieht ganz nett aus. Es gefällt mir. Passt. Wunderbar. Wunderbar. Ist die Kuh mit Pferdehaar. Ich habe so zugepackt hier schon wieder alles, dass mich schon so, ich bin so kurz davor, dass mich wieder eine Schlacht trifft, weil ja alles schon wieder nicht so schön ist, wie man sich das vorstellt. Hier ist das Bein. Bein. So, ihr lieben Leute, ich werde mir das jetzt hier mal gerade anlegen, so gut ich es kann natürlich. Kleinen Abstand reinbauen. Und da liegt es auch gerade. Hoffen wir das mal. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das am besten hinkriege. Ich würde am liebsten jetzt erstmal wieder so ein Klebeband da reinmachen. In die Mitte. Und ich nehme dafür irgendeinen hässlichen kleinen Washi, den ich gar nicht gerne mag. Zum Beispiel so ein Glitter-Washi. So ein schäbig Teil. Gucken. Na, wo geht er auf? Da geht er auf. Und ach, wo ist die kleine Schere denn? Bitte schön. So, und werde mir das hier irgendwie ganz kurz eben. Ist das noch gerade? Ja. Okay. Ist noch gerade, ne? Ja, das ist nämlich so die Sache, das verschiebt sich ja dann doch zu gerne hinterher. So, jetzt fange ich an und hole mal eben meine doppelseitigen Kleber raus. Klebeband, kommst du raus? Oh Gott, ich habe es so aufgeräumt. Meine Güte, ich finde nichts mehr wieder. Ich habe doch so ein dickes hier. Nee, ja, das ist das gleiche. Prima. Verstehe ich nicht. Ich habe noch ein dickes in Silber. Ist genauso gleich. Spielt keine Rolle. Dann kann ich das nehmen. Das geht auch mal irgendwann zur Neige. Da hatte ich früher mal, ach, das ist schon 15 Jahre hier. Mal eben gucken, komme ich darüber? Nicht wirklich. Nein. Mist. Immer das Gleiche, ne? Immer irgendwelche unvorhergesehenen. Problematiken. Ach, das ist ein dämliches Band. Das klebt doch noch wie Hulle. Ja, das sieht nicht nur scheiße aus. Es klebt doch noch wie Hulle. Auch das noch. Anders vorgestellt, gebe ich ehrlich zu. Ganz ehrlich, kann ich das wohl zugeben. Es fehlt hier sogar ein kleiner Stritz.
Okay. Ach so, warte mal, ich mache das anders. Einen Moment. Ja, da muss man immer so mal kurz in sich gehen, wie das am praktischen ist. Am praktischen ist, wenn ich das jetzt mal eben hier runter nehmen könnte, endlich. So. Das wäre am allerpraktischsten von der ganzen Welt. Dann kann ich über die Mitte etwas hinauskleben, dann macht das nichts. So zum Beispiel. Nein, nicht so, nicht so. No, 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 nicht so. Guck, jetzt gibst du dir schon so eine Mühe. Und dann schafft man es trotzdem noch, dass es irgendwie blöd ist. So. Wunderbar. Ich weiß nicht, heute suche ich alles. Da ist er. Die kleine Schere brauche ich einmal, bitteschön. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, so langsam bin ich ziemlich kaputt. Ich schlafe sehr schlecht. Sehr, gehe zwar früh ins Bett meist, naja, versuche. Aber im Endeffekt liege ich dann da wach. Oh, warum kriege ich das jetzt hier wieder nicht auf? Diese Formulare, die gehen mir immer auf die Nerven mit solchen Sachen. Da habe ich es. So. Da haben wir es. Jetzt brauchen wir ein Stück Stoff. Ein Stück Stoff. Ich suche mal eben. Ich komme gleich wieder. Und zwar nehme ich wieder diesen hier. Da habe ich so viel davon. Und der ist nicht ganz so dick. Und das lässt sich dann ganz gut hinterher. Hoffentlich. Durchstechen und so weiter. So, ihr. Dann wollen wir mal schauen, dass wir das mal eben passend reißen. Jetzt haben wir da schon wieder. Hier haben wir schon wieder einen Faden rumfliegen. So. Ich muss das mal so ein bisschen. Ach, das ist die Webkante. Huch. Bisschen schwierig auszuribbeln, sehe ich gerade. Es ist die Webkante. Mit Geduld und Spur wird es vielleicht gelingen. Vielleicht, 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 vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Eieieiei. Klar, ich muss mir natürlich wieder sowas aussuchen, ne? Logisch. Mal gleich habe ich. Ich mache jetzt gerade für beide Stücke schon. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege jetzt, dass das sich jetzt hier nicht komplett auflöst. Ah, hier haben wir es. Hier, ja. Bisschen Geduld. So, hier habe ich schon gerissen. Die Kante ist schon verribbelt. Ich reiße noch mal ein paar Fäden runter, so gut es geht. So, die Ribbelsachen wollen wir nicht gerne im Buch haben. Und dann ist hier ungefähr die erste Kante. Ups, wir ribbeln schon wieder wie verrückt. Und dann haben wir hier hoffentlich die zweite Kante. Ju. Ein bisschen schräg oder kommt das vom Reißen? Ich dehne mal ein bisschen. Wir haben einmal die und einmal die. Bisschen schräg. Habe ich denn jetzt die Hälfte erwischt? Ja, habe ich. Dann würde ich die für außen lassen, die ist schöner und ich tue noch ein bisschen, ich gebe noch ein bisschen Fabri-Tac dazu. Ich bin nicht sicher. Soll ja auch ein bisschen was halten, ne? Ja, so auf die Kante nochmal zusätzlich zu allem anderen. Da fehlte auch sowieso so ein kleines Stück auf der einen Seite. Ist nicht so schlimm.
Das brauchen wir nicht so exakt hier alles. Das ist nur so ein ganz kleiner zusätzlicher Halt nochmal in die Geschichte kommt. So, dann wollen wir mal uns hinstellen. Und da wollen wir mal anfangen, ob wir das da hinkriegen irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise. Moment. Noch nicht, mein liebes Kind. Da ist eine kleine Falte. Auch. Da ist so eine kleine Falte. Warte mal, da muss ich hier noch mal ganz hoch. Ups. Das ist nicht so besonders schön. Hallo, hallo, hallo. Ha, ich würde sie gerne ohne Falten, so gerne ohne Falten aufbringen können. Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist nicht schön, aber es ist anders. Wunderbar. Ich gehe noch mal so mit dem Nagel dran her. Passt. So, die ganze Geschichte soll jetzt erst genäht werden. Und damit das jetzt garantiert die ganze Zeit stören würde, will ich das mal kurz abdecken. Ich habe ja genug Papier. So, da haben wir schon mal ein Buch. Vielleicht sollte ich hier unten so ein ganz klein bisschen noch schneiden. Mache ich das mal eben ein bisschen bündiger. So, sieht etwas netter aus, so, ne? Ihr seht, das ist schön glatt geworden. Das hatte ich heute Nacht ja gepresst und das hat sich ganz gut bewährt. Das ist ganz gut geworden. Hat sich gelohnt. So, jetzt mache ich mal eben Stopp und hole noch mehreres anderes Zeug dazu. Ich habe doch noch kurzfristig mich umentschieden. Ich mache beide Stoffe drauf und nähe durch und will vielleicht diesmal versuchen, einige Knöpfe mit aufzubringen. Ich mache aber auch zusätzlich hier, glaube ich, doch lieber auch Fabri-Tac ein bisschen drauf. Einfach nur noch mal zur doppelten Sicherheit vielleicht. Es braucht gar nicht so viel sein. Ja, ich habe das schon oft gesehen. Ich finde, das sieht ganz lustig aus, wenn da so Knöpfe drauf sind. Ne? Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Also wenn man jetzt die Spines einnäht, dass man dann versucht, gleichzeitig ein paar Knöpfe mit drauf zu Ich weiß auch nicht. Wir werden sehen, ob ich es schaffe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Ja. Ich schneide den Stoff aber jetzt, warte mal, den schneide ich jetzt aber echt bündig. In diesem Falle. Na?
sag einmal, sage doch bitte, was machst du da? Ich habe hier keinen Winkel zum... Ja. Stückelig. Okay. Und hier unten geht es, da ist nur so eine ganz kleine Fusselkante. Na, komme ich da irgendwie dran? Ja. Das ist wirklich nur Fusselzeug. So, das ist eigentlich schon mal ganz schön. Gucke gerade mal. Ich denke, ich werde das eben noch richtig ankleben, dass das hier einen richtigen Halt kriegt. Das ist schnell passiert. Zack, zack, zack. Hier vorne auch. Ist ein bisschen ordentlicher dann, ne? So. Hab ich da noch Kleber drauf? Da so wenig ausgehalten. Naja. Okay. So, das klebt schon mal ganz gut. Das ist okay. Jetzt gucken wir uns das außen noch mal etwas an. Ist ja besser, ich klebe das hier auch noch ein bisschen fest, denke ich. Dass das seine Ordnung hat und dass das nicht so blöd rumfledert. So. Ja, ich denke, das sieht besser aus, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Also vom Nähen bin ich abgekommen. Ich möchte das meiner Maschine ehrlich gesagt nicht zumuten und jetzt noch eine kaputte Nähmaschine und den ganzen damit verbundenen Ärger. Ich denke, es ist zu dick zum Nähen mit der Pappe. Wenn es jetzt nur dieses Scrapbook-Papier, beziehungsweise wenn es jetzt nur diese Papiere wären, kein Problem, aber alles andere ist mir zu anstrengend und zu wiggelig. So, Fäden. Nehmen wir den blauen. 1, 2, 3, 3,5. Ich habe schon wieder die Schere weggeworfen. Meine Güte, Petra. 2 Stück brauchen wir. So. Ich mache jetzt noch mal kurz auf Stopp. Ich muss noch ein bisschen Tee trinken. Der ist wirklich lecker. Auch kalt. Ich überlege jetzt gerade, wo ich diese Knöpfe hingetan habe. Ich hoffe, ich finde sie wieder. Ansonsten muss ich andere suchen. Also das muss jetzt erstmal wieder rumgesucht werden. Ich mache nochmal kurz auf Stopp. So, ich habe den ersten Spine eingenäht und die Knöpfe sind drauf. Ihr könnt es sehen. Und jetzt lasse ich natürlich mal eben kurz den Faden wieder runterfallen. Ist schon logisch. Und ich wollte euch dann zeigen. Ich fange ja immer in der Mitte an, so ungefähr, die Mitte ist hier, und ich bin dann immer unten erst, das kann man ja machen, wie man möchte, ne? Das kann man oben rum, unten rum machen, das ist vollkommen wurscht, das spielt keine Rolle. Ne, das spielt jetzt aber eine Rolle, weil das ist verkehrt. Ja, das kommt dabei heraus, wenn man rumquatscht. Gell? So, nochmal einmal zurück, bitteschön. Ne, ich wollte den grünen in der Mitte haben. Richtig, das war's. Da war ich jetzt gedanklich abgeschwifft. Ich habe noch andere Knöpfe, die sind noch viel toller eigentlich. Eigentlich, aber was heißt eigentlich? Aber die haben so kleine Löcher, die Knöpfe, da komme ich nicht mit zurecht. So, jetzt stecken wir einmal unten durch. Da sind wir schon. Moment, jetzt muss ich hier mal das anfassen. Ich hoffe, ich bin in der Mitte. Warte mal, nein. Müsste jetzt die Mitte sein.
Jetzt geht das wieder los. Ich mache immer die Löcher ein bisschen knapp. Ich weiß auch nicht, ob ich bescheuert bin. Oh, mal versuchen, ob ich es ein bisschen durchdrücken kann. Ich habe mich vorhin schon so rumgequält. Da haben wir es. So. Ich will mal eben gucken, wie es jetzt außen aussieht. Einen Moment. So. Ja, schieben wir es noch ein bisschen nach oben vielleicht. So. Okay. Kann ich vielleicht gleich noch so ein bisschen So. Okay. Dann gehe ich einmal nach oben. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich keine Fehler mache, bitteschön. So, da komme ich gut durch. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ich hoffe. Ich bemühe mich, es richtig zu zeigen. Jetzt werden die Knöpfe einfach aufgezogen. Das ist ja wirklich keine Zauberei. So, der letzte noch. Dann muss ich jetzt wieder. Moment, ich muss es mal in der Hand halten, besser. Ihr wisst ja, wenn man irgendwo durch muss und es ist eng mit der Nadel, am besten einmal kurz. Hier stimmt noch nicht alles, das sehe ich schon. Aha, das hat sich verheddert, das kann so nicht funktionieren. Umgedreht. Das muss ich gleich noch mal nachschauen. Am besten einmal mit der Nadel so durch die Haare über die Kopfhaut ziehen. Ja, ich klar, das will ich jetzt hoffentlich. Das ist immer das Schlimmste, weil man ja in der Mitte schon durch war mit dem dicken Faden. Aber wir haben es hinbekommen. So, jetzt kann ich die Nadel schnell wieder weglegen. Ich hab nur diese eine, die richtig gut ist. Damit. Und jetzt muss ich mal erstmal schauen, wie weit wir da mit den Knöpfen sind. Halt. Ich hoffe, ich bin in der Kamera. Ich wirbel hier so rum. Das ist also jetzt der hintere. Oh. Könnte noch ein kleines bisschen strammely werden. Ich glaube, dann reicht's. Dann zeige ich es euch gleich nochmal, wenn es richtig fertig ist. Und so, die Klammern kann ich schon abmachen. Brauchen wir nicht mehr. Meine lieben Hunde sind hier und jodeln rum. So, jetzt haben wir einmal hier so Knöpfe und hier so Knöpfe. Und ich werde mal eben gucken, ob ich die ein bisschen verschieben kann noch. Doch, kann man. Kann man, wenn man so ein bisschen. Wie soll ich sagen? So, ich lasse es jetzt so, wie es ist. Ich zeige es euch nochmal. Ich finde es ganz lustig. Wollt ihr mal von nah angucken? Ja. So, insofern kann ich jetzt sagen, das Büchlein ist soweit fertig. Und ich brauche jetzt hier auch keine Taschen oder irgendwas, weil mir geht es ja dann darum, dass ich diese Seiten irgendwie gestalten möchte. Ne? Ob ich jetzt diese Mitte noch zuklebe, weiß ich noch nicht. Das kann ich ad hoc hinterher entscheiden, wie ich es machen will. Ich habe also zwei Signatures drin. Es sieht alles schön ordentlich aus. Seht ihr? Also mir gefällt es ganz gut. So haben wir wieder einiges an Papieren verwenden können, die wir sonst gar nicht verwandt hätten. Nie irgendwo für gebraucht. So, ich werde das jetzt erstmal so liegen lassen. Ich bin hiermit soweit für heute fertig. Ich räume ein bisschen auf. Das war der zweite Teil vom kleinen Kreativbuch. Und
Vielleicht machen wir als nächstes irgendeine Seite mit irgendwas. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Mal gucken, ob keiner guckt. Also für heute ist Schluss, sage ich mal. Wir wollen jetzt gleich ein bisschen erstmal schön Mittagessen. Wird ja auch bald Zeit. Bei uns gibt es heute gebratene Nudeln mit Apfelmus. So, so ein Kinderessen, so ein Reste Kinderessen. Naja, mögen wir ganz gerne. Hin und wieder darf man sowas auch mal ganz gerne essen. Ne? Ich nehme den Müll auch mal gleich mit. Und heute Nachmittag wird mein Mann gerne wieder mit Game of Thrones anfangen. Er mag die, ist eigentlich eine der ganz wenigen Serien, die er mal ganz gerne gesehen hat. Und dann wollen wir das auch gerne nochmal zusammen anschauen. Die brauche ich auch nicht, die lege ich auch wieder weg. Muss ich gerade gucken, muss ich noch was weglegen. Musikpapier haben wir nicht verwendet, können wir wieder zurückgeben. Mal eben den Tisch ein bisschen aufräumen. Hier sieht es ja immer aus, ne? Wie bei Hempels. Wie bei Hempels, oder? Gefällt mir ganz gut, ne? Ist eigentlich ganz nett geworden, oder? Gefällt mir. Muss ich mal gucken. Also insofern Mission erfüllt, sag ich mal, ne? Ja, ich habe es nicht vergessen. Hier liegt immer noch der Zettel Mission Impossible, sag ich mal. Mission Inspiration für Oktober habe ich noch nicht. Ich setze mich bald mal dran. Ich muss da ein bisschen Ruhe für haben, ne? Für solche Sachen. Für heute sage ich Tschüss, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bye, bye.